Priamus ist doch jetzt reich, oder? Dann ist das ja schlecht mit dem Himmelreich. Da hat der Felix natürlich das gut geregelt. Ja, alles den Armen gespendet. Alles ausgegeben. Ja, genau, den Armen gespendet. Ausgegeben? Hallo und herzlich willkommen zurück zum Vlog. Vor 2 Wochen genau haben wir auf diesem Kanal hier zusammen live Pen and Paper gespielt. Wenn ihr nicht dabei wart, ich packe das Video auf jeden Fall auch nochmal euch in diese Infobox. Oder ist sie da? Irgendwo werdet ihr dieses Video auf jeden Fall in einer Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung nochmal finden. Ja, wir haben zusammen Pen and Paper gespielt. Pen and Paper ist eine meiner großen Leidenschaften. Einmal ganz kurz für diejenigen, die es nicht kennen. Es handelt sich um eine Art interaktives Rollenspiel, was man an einem Tisch sitzend spielt. Die Spielleiterin übernimmt die Beschreibung der Welt und erzählt alles über, was die Charaktere sehen können, mit wem sie reden können, übernimmt auch alle anderen Rollen. Und die SpielerInnen am Tisch übernehmen eben bestimmte Charaktere. Also in unserem Fall hatten wir Maike, die als Lucretia großartig die reiche Patrizierin des Dorfes gespielt hat, ihren Leibwächter, den lieben Roland, und ein Bote kam in ihr Dorf und hatte besorgniserregende Kunde dabei, das war der liebe Felix. Wir hatten natürlich immer auch noch die dritte oder war es sogar die vierte Kamera, wir hatten so viele Kameras an diesem Tag im Raum. Also wir hatten auf jeden Fall natürlich immer noch diese Kamera laufen und haben ein paar wunderbare Outtakes für euch für den Vlog gefilmt. Deswegen, let's go! Wir sind jetzt hier in den letzten Vorbereitungen für das Pen and Paper. Greg macht die letzten Feinheiten an der Technik. Und hier seht ihr die Runde. Sagt mal Hallo. Wir dürfen jetzt nicht abgelenkt sein von Hallo. Dir, oder was? Hallo. Doch, ihr sollt Hallo sagen. Hallo. Salbe. Salbe. Gibt es einen Unterschied zwischen Salbe und Ave? Ave. Ave. Jetzt ist ja Matthias weg, der hätte das uns erklären können. Weißt du, der Lateinlehrer hat immer gesagt, Salbe discipuli. Und dann mussten wir immer Salbe Magister antworten im Chor. Aber Entschuldigung. Und dann haben die ganz, ganz tolle Dark Rides. Dark Rides? Dark Rides sind Sitzen- und Guckenfahrten. Mhm. Wie Darknet? Nein, absolut richtig. Dark Rides ist zum Beispiel, kennst du die Hollywood-Tour aus dem Phantasialand? Nee. Also du sitzt wo und dann fährst du vorbei an so Szenen. Aber es ist dunkel quasi. Ja. Also die Szenen sind beleuchtet, damit du sie sehen kannst. Also wie die Kolonialismusbootfahrt im Europapark. Das wollte ich so nicht ausdrücken, aber ja. Das sind Dark Rides. Und warum dark? Ja, weil es da drinnen dunkel ist. Aber dann sieht man doch nichts. Ich möchte gar nicht mehr. Nicht mal der Bekannte eurer Bekannten sein. Ich hätte gerne so ein Comedy-Format, wo sich Maike und Felix genauso gegenüber sitzen und Felix einfach nur Fragen zu Maikes Geschichten stellt. Jedenfalls solltet ihr ins echte Leben gehen. Warum heißt das so? Keine Ahnung. Häuser. Würde ich mir auch mal angucken wollen. Was ist das eigentlich für eine Matz, die mit. Betriebsausflug vielleicht. Was auch immer da passiert ist, ist falsch. Das ist jetzt unser Tontest. Läuft gut. Diejenigen von euch, die live dabei waren, haben es wahrscheinlich mitbekommen. Der Stream ging etwas später los als geplant. Das lag daran, dass wir, nachdem wir die Technik einmal getestet hatten, sie beim zweiten Test auf einmal nicht mehr ging. Also wir hatten auf einmal keinen Ton mehr und das war sehr stressig. Das war eine sehr, sehr stressige Stunde, bevor der Stream losging. Nicht, dass jetzt hier die Millionen von Leuten drauf gewartet hätten, aber einfach nur, dass sie auch mal so einen Einblick in die Redaktion bekommt. Das war sehr stressig und irgendwie auch ein bisschen beängstigend, weil ich war ja verantwortlich dafür, dass alles klappt. Und wir hatten ja alles schon getestet und ich hatte der Maike auch schon gesagt, hey, es läuft.
da ging mir ganz schön der Puls und Greg und Michael, glaube ich, auch. Möchtest du auch noch was dazu sagen? In Alkmaar gibt es ein Käsemuseum. Wollte ich noch nachtragen zum Urlaub. Ich weiß nicht, wobei ich eigentlich an der Mitmache da schon mal, aber Kind, das könnte dir eigentlich gefallen. Da gibt's so, wenn sie Käse isst, dann. Die ja, isst doch sogar Oliven. Und so Kühe. Also so, da gibt es so Kühe, die man dann melkt. Ich dachte, sie isst die Kühe direkt von der Wiese. Kleines Dämonenbaby. Was hast du gerade gemacht? Nix. Spuck's aus. Und wieso sieht es so aus, als würde da schon was fehlen? Wir haben noch gar nicht angefangen. Ich komme da gar nicht dran, während ich da am Leiten bin. Und Greg kommt mit der Technik nicht zurecht. Es wird schon wieder super. Greg, läuft der Ton? Ja, also er läuft ja. Er läuft ja, aber schlecht. Nämlich, was wir hier benutzen, um den Laptop hochzustellen. Oh, ja, aber das ist doch richtig katholisch. Vor allen Dingen, warum sind die noch eingeschweißt? Ja, das ist die eigentliche Frage. Warum sind die Bibeln noch eingeschweißt bei katholisch.de? Im Endeffekt hat ja dann alles geklappt und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich bin einfach sehr dankbar, dass es dann auf einmal geklappt hat. Wir wissen auch bis heute noch nicht so genau, wo der Fehler war. Ja, wir haben während des Streams eine Menge Kommentare bekommen. Die konnte ich natürlich leider als Spielleiterin in Aktion nicht alle lesen, aber einige habe ich auch live vorgelesen und das war wirklich so toll. Ich liebe das, wenn Leute dann aktiv live dabei sind. Lieber hat man eine geringere Zuschauerzahl und eine höhere Interaktionsrate, weil ich finde, das trägt dann total viel zum Spiel bei und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und tatsächlich haben die Spieler dann, soweit ich weiß, den Vorschlag eines Zuschauers oder einer Zuschauerin, auf jeden Fall einen Vorschlag aus dem Chat übernommen, um am Ende eine Lösung für das Problem zu haben. Das will ich euch aber nicht verraten, was das war, falls ihr euch den Livestream noch ansehen wollt. Aber das fand ich wirklich so cool. Vielen Dank auch nochmal an die Person mit dem Vorschlag. Sau cool, richtig gute Idee. Und ja, das war keine meiner Lösungsoptionen. Richtig cool, dass du diese Idee hattest. Als mein persönliches Fazit zum Abschluss würde ich, glaube ich, nächstes Mal noch ein bisschen an der Ton- und Bildqualität gerne arbeiten. Ich finde, das ist gerade, um es dann nicht live jetzt nochmal auf YouTube anzusehen, ein bisschen schade. Vor allem, weil die SpielerInnen wirklich einen großartigen Job gemacht haben. Also ich war so begeistert. Felix hat das Ganze natürlich großartig gemacht, aber da sieht man eben auch die Erfahrung von jemandem, der schon mal Rollenspiel gespielt hat. Maike und Roland, finde ich, haben sich sehr, sehr gut geschlagen dafür, dass es ihr allererstes Pen & Paper Abenteuer war. Wirklich grandios. Einen schönen Abend noch wünschen ganz viele. Oh, der Hoffmann schreibt, Priamus ist doch jetzt reich, oder? Dann ist das ja schlecht mit dem Himmelreich. Da hat der Felix natürlich das gut geregelt. Ja, alles den Armen gespendet. Alles ausgegeben. Ja, genau, den Armen. Ausgegeben. Für die Armen. Sieht hier aber auch so ein bisschen aus, ne? Die Reste vom Fest. Für Greg würde ich sagen, oder? Hast du schon Brot gehabt oder nicht? Jetzt müssen wir mal aufräumen, wa? Sonst funktioniert morgen in der Konferenz nichts. Ja. Also wir räumen jetzt auf. Winkt mal und sagt Tschüss. 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 So, und wir sind aufgeräumt. Hier kann man morgen früh wieder Konferenzen halten. Ich räume natürlich noch mein restliches Essen hier weg. Und ihr seht, kurz vor 11, wir haben es jetzt auch mal gepackt. Aber ich kann euch sagen, das Aufräumen hinterher geht immer deutlich schneller als das ganze Aufbauen.
So, lieber Greg, hast du das Büro vom Chef wieder repariert? Ich hab's soweit wieder repariert. So, jetzt sind, glaube ich, nur die Bildschirme vertauscht. Das ist wahrscheinlich das größte Problem. Ich glaube, das kriegt der Chef hin. Achso, hier ist noch ein Strom. Oh, wow, wow. Wir haben nämlich vorhin hier ganz schön Raubbau betrieben, aber der Greg macht alles wieder richtig. Vielen, vielen Dank an alle, die dieses Event live verfolgt haben oder sich jetzt nochmal anschauen oder die mir in den Kommentaren ihre Meinung hinterlassen. Gerne auch, nee, das klingt sau langweilig, habe ich keinen Bock drauf. Mich interessiert einfach, wie ist das für euch? Für mich ist das eben ein sehr, sehr liebes Hobby, deswegen kann ich das nicht so gut objektiv betrachten und würde mich einfach freuen, von euch da ehrliches Feedback zu erhalten. Nächste Woche haben wir ein wirklich sehr, sehr spannendes Video für euch. Da freue ich mich sehr drauf, euch das zeigen zu können. Und dann geht's auch schon auf den Weltjugendtag. Ja, da freue ich mich auch riesig drauf. Und wer sich schon mal vorbereiten will auf den Weltjugendtag und den Matthias, mit dem ich da hinfahre, kennenlernen möchte, der kann sich einfach jetzt den Vlog von letzter Woche ansehen. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis ganz bald.